Herzlich willkommen zu Blue Horse Online Phone Championat 2020. Wir haben uns sehr gefreut über die viel schönes Video, die ihr uns geschickt haben. Und im Besonderen waren die Richter sehr begeistert. Die Richter Thomas Back-Jensen und Norbert Freistedt haben jetzt die 12 besten Stutfohlen und die 12 besten Hengstfohlen ausgesucht, welche sie in diesem Video kommentieren werden. Morgen werden wir die Platzierungsreihenfolgen der Fohlen auf unserer Internetseite bekannt geben und direkt vor unserer Auktion am Sonntag werden wir das Stutfohlen des Jahres und das Hengstfohlen des Jahres präsentieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ansehen des Videos. Mein Name ist Norbert Freistedt. Ich lebe in Urspring in Baden-Württemberg. Bin dort beim Pferdezuchtverband Geschäftsführer und Vermarktungsleiter. Ja, Martin Klafsen und Jens Meyer haben mich eingeladen, das diesjährige Blue Horse Fohlen Championat zu richten und zu kommentieren. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für die Einladung. Und ich habe mir die Videos auf der Homepage alle schon angeschaut. Wirklich tolle Fohlen dabei. Und jetzt freue ich mich, die besten unter den Fohlen auch kommentieren zu dürfen. Weiteres überragendes Typfohlen von Blue Horse Pharrell. Für Körper und Typ kann man hier einfach nur die Höchstnote 10 geben, wie ich finde. Und dazu eine federleichte Bewegungsdynamik. Unterstreicht noch einmal die Noblesse dieses herrlichen Stutfohlens. Also wirklich auch hier tolles, komplettes Stutfohlen, zu dem man nur gratulieren kann. Flower vereint die beiden Blue Horse Spitzenvererber Pharrell und zack miteinander, deutlich geprägt von diesen beiden Hengsten. Zum einen langbeinig, modern, schön charmant und edel aufgemacht, in den Bewegungen noch nicht die allerletzte Kraft mitbringend, aber doch schon erkennbar locker, leichtfüßig, elastisch, sehr schöne Schulterfreiheit, schön schwingender Rücken. Ja, tolles Fohlen. Glückwunsch zu Ginger Flower. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Der Typ geht kaum besser, die Trabmechanik geht kaum besser. Auch der Galopp sieht sehr, sehr gut aus. Tolles, tolles 50 Cent Stutfohlen hier. Wirklich überragend. Kann man nur gratulieren. Ist ein richtiger Eyecatcher. Ganz nobles, edel aufgemachtes Stutfohlen hier, viermal weiß gestiefelt. Blue Horse 50 Cent hat hier seinen Stempel einmal mehr aufgedrückt, mit Edelblut auf der Mutterseite kombiniert. Trotz des jungen Alters des Fohlens schon eine überragende Trabmechanik,
zu beobachten. Hohes, ausdrucksstarkes Vorderbein, alles schön durch den Körper, Antritt stark im Hinterbein, Galopp sehr gut, Schritt sehr gut. Also auch hier einmal mehr ideales Komplettpaket bei Fiona. Firefly, auch hier ein auffallend harmonisches Stutfohlen, sehr charmant, sehr nobel aufgemacht, schön proportioniert, der Trab mit viel Gleichmaß, mit gutem Raumgriff ausgestattet, auch der Galopp schön balanciert. Was mir besonders gut gefällt, ist der Schritt, sehr schön gelassen, durch den Körper schreitend, genug Fleiß, toller Raumgriff. Feline von Blue House 50 Cent, weit entwickeltes, sehr gut bemuskeltes, charmantes Stutfohlen, korrektes Fundament, großzügige Hebel auch, dadurch sehr schön akzentuiert, trabend, Eintritt wie der andere, ganz viel Takt und Kadenz. Dazu ein sehr, sehr guter Galopp, wie ich finde, sehr ausbalanciert. Schön auf dem Hinterbein schon, immer mit guter Aufrichtung, Selbsthaltung dabei, sehr schön losgelassen, spannungsfrei, locker. Ja, auffallend gute Trab- und Galoppmechanik hier bei Feline von Blue House 50 Cent. Eine sehr schick aufgemachte Tochter von Blue House Livius. Auffallend die großzügige Hinterhand, wie ich finde. Tolle Hebel, dadurch auch im Trabe sehr schön kraftvoll abfußen können. Sehr schön elastisch federn mit viel Übersetzung. Auch im Schritt und Galopp sehr guten Eindruck hinterlassend. Ja, tolle Livius-Tochter hier. Glückwunsch! Bei Livia gefällt mir vor allem der schöne, lockere, lässige Trab, völlig frei von negativen Spannungen, dabei trotzdem durch den Körper schön ausdrucksstark, auch Galopp und Schritt sehr gut und dazu noch dieser herrliche Stutentyp, ganz fein aufgemacht, Livia von Livius. Das Roxette von Zack, Don Schufro, dann der bewährte Solus Carex. Enorm sympathisches Fohlen, super sportliches Modell, im Trab schön locker, kraftvoll aus dem Hinterbein hebelnd, alles in perfekter Balance und auch der Galopp, super ausbalanciert, schön locker, schön im Bergauf, tolles Fohlen, Sigmas Roxette.
Laura Strade mit ganz interessanter Genetik. Blue Horse Zachary hier angepaart mit dem Grand Prix Hengst 007. Dann nochmal der wertvolle Ramiro in dritter Generation. Geschlossen konstruiertes Fohlen, kompakte, kraftvolle Oberlinie. Dadurch auch geschlossen und kraftvoll traben könnend. Mit sehr, sehr guter Selbsthaltung, viel Kadenz, ausdrucksstarkes Vorderbein. Ist jetzt in dem etwas tieferen Boden nicht ganz so leicht zu beurteilen, aber doch schon eine sehr, sehr auffällige Trabmechanik hier. Dazu der Galopp, beeindruckend schön kraftvoll aus dem Hinterbein durch den Körper springend. Ja, ganz interessante Stutfohlen hier, purer Strade. Pursuit of Happiness, schon genetisch sehr interessant, wie ich finde. Alles jüngere Spitzenhengste hier, Blue Horse Zachary, Four Romance, Charmeur. Und das ist ein ganz charmantes Stutfohlen geworden. Schönen Schritt neben der Mutter hergehend und im Trab. Sehr auffällig, sehr ausdrucksstark. Schöner Antritt. Ja, passt wunderbar zusammen. Tolle, interessante, moderne Genetik. Herausragende Grundgangarten. Auch der Galopp sehr schön jetzt gezeigt. Ja, super geschmackvolles Fohlen hier von Zachary. Zakira von Blue Horse Zaccorado, mit hochwertvollem Blut dann auch auf der Mutterseite. De Niro, Loris Crusader, ganz klassisch hannovrisch. Sehr nobles, geschmackvolles Fohlen mit viel Überguss, viel Harmonie auch in den Übergängen, in den Proportionen. Dazu im Trabe, mit schöner Selbsthaltung, ausdrucksstarkes Vorderbein. Auch den Schritt sehr schön zeigend auf dem Pflaster später. Ja, tolles Fohlen, tolle Körperharmonie, richtige Nobeldame, Zakira. My name is Thomas Park-Jensen. I work as an equestrian journalist and photographer, and I've been breeding horses for most of my life. This year, I've been given the opportunity and privilege of judging the Blue Horse Foal Championships. Due to the COVID-19 situation, the Foal Championships have been conducted in a different format this year, where breeders have submitted foal videos to Blue Horse. My co-judges and myself have viewed more than 80 videos of very promising foals, out of which we have selected 12 fillies and 12 colts for the finals. Uriah von der Wolfshöfe, hochklassig gezogen hier, Grand Prix Vorfahren. Im Pedigree Blue Horse Don Olimbrio, Blue Horse Don Schufro, dann Sandro Hit. Und auch hier sehr komplettes Dressurfohlen
mit tollen Grundgangarten, angefangen im Schritt. Schön taktsicher, schön durch den Körper und auch der Trab. Besonders auffällig der sehr, sehr gute Antritt, ist ja mehrfach hier zu sehen. Sitzt immer gleich vom ersten Tritt an, Hinterbein schön unter dem Schwerpunkt, macht sich groß. Toller Selbsthaltung, schönes Vorderpferd hier. Ja, alles sehr geschmackvoll und auch der Galopp neben der Mama her auf der Koppel hier sehr energisch durch den Körper galoppierend, den Rücken benutzend, schön wechselnd. Ja, auch hier ein weiteres sehr komplettes Fohlen, gefällt mir außerordentlich gut. Firebird, wie alle Blue Horse Forell Nachkommen, ein herausragender Typ, mit viel Kuck, mit viel Charme, dahertrabend, antrittsstark auch im Galopp, dazu ein auffallend positiver Schritt, schön raumgreifend und taktsicher. Ja, klassische genetische Kombination hier, F mal D für Blue Horse Forell mal Blue Horse Don Romantik. Ja, auch hier sehr komplettes, herausragendes Forellfohlen, Firebird. Bei Fakir fällt als erstes der tolle Typ auf, ganz schönes, ausdrucksstarkes Vorderpferd, geschlossen konstruiert im Rücken, tolle, lockere Trabdynamik, schön ausbalanciert im Galopp, den Wechsel auch schon zeigend hier auf dem Video und dazu hochinteressante Genetik über Jess und Gribaldi auf der Mutterseite mit dem jungen Forell hier kombiniert. Ja, ein Hengstanwärter vom Scheitel bis zur Sohle. Die Four Blues. Zunächst erst einmal hochinteressant gezogen, wie ich finde. Die Spitzenhengste Blue Horse 50 Cent, Ampere und Fürst Heinrich hier miteinander kombiniert. Toller Typ daraus entstanden. Ganz modern und charmant aufgemachtes Hengstfohlen. Ein schönes Vorderpferd, schöne Trabdynamik, auffallend raumgreifender Galopp, passender Schritt dazu. Also auch hier einmal mehr alles beieinander, was man braucht. Toller Typ, tolle Grundgangarten, tolles Fohlen. Glückwunsch! Castello von Kingston aus seiner Dancier-Mutter, noch sehr jung, aber sehr, sehr auffälliger Typ,
toll bergauf konstruiert, schön kadenziert und taktsicher im Trab. Tolles, tolles Fohlen hier, das sehr vielversprechend aussieht. Ist mir als erstes die tolle Mutterstute hier aufgefallen. Richtig typ- und bewegungsstarke Bellissimo-Enkelin, deutlich durch ihn sicher auch geprägt. Und ihr Sohn hier im klassischen schönen Rechteckformat aufgemacht. Im Trabe sehr schön locker mit viel Elastizität, hochtaktsicher. Auch Galopp und Schritt sehr gefällig. Ja, ganz komplettes. Tolles Fohlen hier vom Blue Horse Livius. Jetzt ist La Liga ein, wie ich finde, absolut überragendes Hengstfohlen, schon genetisch hochinteressant. Livius hier angepaart an eine Holsteiner Stute. Einen wunderbar langbeinigen, modernen Typ gegeben, mit phänomenaler Übersetzung im Trab, ganz ausdrucksstark, taktsicher, ausbalanciert, Galopp und Schritt auch auf höchstem Niveau. Also ein Fohlen, wie man es wirklich nicht alle Tage sieht, von dieser Qualität, von dieser phänomenalen Güte, gibt es in jedem Jahrgang europaweit nicht allzu viele. Tolles Fohlen, jetzt ist La Liga. Bei Stardust gefällt mir auf den ersten Blick der tolle Antritt, ganz kraftvolles, aktives Hinterbein, das Ganze in Verbindung mit schöner Selbsthaltung und Aufrichtung, ideale positive Körperspannung, toller Typ, sehr komplettes Hengstfohlen auch dieser St. Moritz Hotline-Sohn Stardust. Bei Santiago fällt als erstes der tolle Typ dieses Fohlens auf, das geht kaum besser. Edel, schön harmonisch eingeteilt, tolle Reitpferdepoints und das Ganze kombiniert mit den zacktypischen Bewegungsabläufen, die er ja so durchschlagend vererbt. Tolles Hinterbein, schnell abfußend, schöne Schulterfreiheit. Alles ganz ausdrucksstark aufgemacht. Tolles, tolles Fohlen, Santiago. We'll be right back.
Zimt und Zucker von Blue Horse Zachary. Und klassischer deutscher Dressurgenetik auf der Mutterseite über die Marchion Regazzoni. Auch hier sehr schönes Rechteckformat, sehr schöner Typ. Die Trabmechanik mit hohem Ausdruck, starken Vorderbein. Ein kraftvolles Hinterbein dazu. Immer mit viel Federkraft abfußend, schön elastisch dabei. Auch der Galopp auffallend raumgreifend. Hier energisches Hinterbein und dazu, das macht das Ganze komplett, noch ein taktsicherer, raumgreifender Schritt, schön fleißig durch den Körper, so wie man es sehen will. Zimt und Zucker, toller Hengst am Werte hier, tolles Dressurmodell von Zachary. Zaccardo ist ein unheimlich nobler und edler Zaccorado-Sohn. Schön langbeinig, dazu in dunkler Jacke. In der Bewegung vielleicht noch nicht die allerletzte Kraft mitbringen, er ist noch sehr jung, aber man kann das überragende Potenzial schon erkennen und dazu nur gratulieren. Ja, Zaccolino. Sehr edles, nobles Hengstfohlen hier mit tollen Abläufen im Trab. Schöner Hebel, ausdrucksstarkes Vorderbein, toller Galopp auch. Auffällig guter Schritt für so ein junges Fohlen. Und dazu noch interessanter, fast schon Outcross-Genetik über Rubinstein und Saint-Cloud. Ja, toller Hengst am Werther.